Wenn Sie anfangen, setze ich mich ordentlich. Das ist unhöflich. Oder ist das schon? Das ist schon. So. Das sieht gut aus. Bitte. Herr Ligeti, eine erste Frage, rückblickend auf Ihren künstlerischen Werdegang bis heute. Es gab immer wieder Neuanfänge, sogenannte Neuanfänge. Ist das etwas Besonderes Ihres Werdegangs? Ja, ich habe ein verrücktes Leben gehabt. Ich kam aus Siebenbürgen, ich bin eigentlich Ungar, aber jüdische Abstammung. Dann kam die Judenverfolgung durch Hitler importiert und dann Hitler selbst, als Ungarn erst alliierte und dann besetzt wurde von Nazi-Deutschland. Ich war in Rumänien, dann wurden wir Ungarn, dieselbe Stadt. Dann lebte ich in meiner Jugend in einer isolierten, provinziellen Gegend. Kam der Krieg, nach dem Krieg habe ich in Budapest studiert, eine ganz andere Umgebung. Und nachher mit dem kommunistischen System, was sehr schlimm war und vor allem für einen Künstler oder für einen aufrechten Mensch, da war jeder eigene Gedanke geblockt. Das kennt man. Ich habe dann, nachdem der Aufstand in 1956 in Budapest von der Sowjets brutal niedergeschlagen wurde, bin ich geflohen und kam im Zentrum der neuen Musik nach Köln. Und dann wurde ich ein Anhänger der Richtung, der Köln-Darmstadt-Pariser Richtung. Und dann allmählich habe ich mich davon auch distanziert. Das heißt, diese große Veränderung in meinem Stil, die ganz krass sind, das sind die Lebensumstände. Wenn man arbeitet mit dem Material und mit dem Horizont, das man kennt. Und Sie sind, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, dann eingetaucht in die experimentelle Avantgarde, ja. Darmstadt und Köln. Ja. Und haben sich dann auch, sind auf Distanz gegangen. Man hat ihnen dann Verrat vorgeworfen. Ja. Unter anderem das Horn-Trio, 1982, sehr umstritten gewesen. Ja. Was ist denn daran eigentlich so skandalös? Das weiß ich nicht. Das wissen die Leute, die das für Verrat. Nein, es gibt bestimmte Dogmen der Modernität, genauso wie es Dogmen des Sozialismus gibt oder der verschiedenen Glaubensgemeinschaften, christlich, Islam und so weiter. Die haben einen bestimmten Kanon, wie die Sachen sein sollen. Und wenn man sich nicht dazu hält, dann ist man ein Verräter. Ich war kein Verräter. Ich war nämlich kein Parteimitglied der Avantgarde. Glauben Sie, dass diese sehr hermetische Gruppe von Darmstadt, dass sie etwas dazu beigetragen hat, zu einer Entfremdung zwischen zeitgenössischer Musik und Publikum? Da kann ich schwer antworten. Da gibt es so viele Debatten zwischen Musikwissenschaftler, Journalisten und so weiter. Die Komponisten können am wenigsten da Sinn geklären. Ich habe einige Kollegen, die heute auch an dieser hermetischen Kunst, also hohe Komplexität, festhalten. Ich mache auch komplexe Musik, aber Komplexität im Hörbaren, nicht Komplexität in der Partitur. Aber das ist auch so eine Ideologie der elitäre, hochgestochene und unbedingt theoretisch abgesicherte Komponierweise. Nicht zum ersten Mal in der Musikgeschichte. Das war schon Ars Subtilior und also so verrückte Leute wie Solage um 1370, 80 herum. Das gibt es immer wieder. Die elitären Kreise, ich denke jetzt in Frankreich, Mallarmé und die Symbolisten und auch die Parnassiens, Théophile Gautier und so, das war nur für wenige Leute, die das verstanden haben. Es kommt immer wieder. Die andere Richtung wäre die populistische gefallen. Und dann mit dem Kommerzialismus, man kann es kritisieren oder akzeptieren, sie existieren. Die wollen verkaufen, das sind die Geschäftsleute. Also die zwei Dinge, elitär und Populismus, ich stehe damit so, dass ich kein Anhänger bin, weder noch. Ich will gute Kunst machen,
was ich subjektiv für gute Kunst halte, dafür habe ich viele Vorbilder in der großen Musik, später Beethoven Quartett. Selbstverständlich mache ich nicht diesen Stil, sondern einen anderen Stil. Und ich sehe nicht ein, dass Musikwerke theoretisch begründet werden müssen. Ich sehe, da ist viel Handwerk drin und auch viel Nachdenken und Intelligenz, aber nicht unbedingt schriftlich fixierte Dogmen. Und ich sehe auch nicht ein, dass die Qualität eines Musikwerks davon abhängt, wie viele Millionen Schallplatten man davon verkauft. Das sind ganz andere Gesichtspunkte. Empfinden Sie als jemand, der in einer gewissen Nische arbeitet, in einer kommerziell nicht entwickelt, sehr entwickelten Nische, eigentlich so etwas wie Aggression gegenüber eben der von Ihnen angesprochenen unglaublichen Kommerzialisierung sowohl der Popmusik als auch der bestimmter Stücke aus dem klassischen Repertoire, also ich denke an die drei Tenöre oder so etwas, also einer hemmungslosen Stadion, Fußballstadion-Ästhetisierung, genau. Empfinden Sie da eigentlich etwas Unangenehmes dieser Form gegenüber? Ja, selbstverständlich ist das unangenehm, wenn man echt... es fällt mir etwas ein, komische Frage, von Konfuzius. Er hat eingeteilt die Menschen grob in zwei Kategorien. Die Menschen, die eigentlich für G ist dieser Konzept der Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Qualität, ordentlich arbeiten, für Wohl der Menschheit, das sind eine Art von Menschen. Und die andere, das hat Konfuzius schon damals, 500 vor Christus, so gesagt, für Profit, für eigenen Nutzen. Das sind heute auch grob die zwei Kategorien. Ein Mensch wie ich, ich mag Geld, weil ich leben muss, ich brauche Geld, aber ich arbeite nicht für Geld. Ich kriege große Preise. Ich bin sehr froh, wenn man mir Geld gibt für meine Arbeit oder was. Aber meine Arbeit ist nicht beeinflusst davon, was man dafür zahlt, ist nicht beeinflusst davon, wie viel Erfolg es haben wird. Ich freue mich, wenn ich Erfolg habe, aber ich suche das nicht. Die anderen Leute, die einfach verkaufen wollen, das ist für die Kunst schädlich, sodass ich gegen die drei Tenöre, nicht persönlich gegen die drei italienisch, spanisch, südamerikanischen Herren, sondern diese Institution sich für Kommerz unter dem eigenen Niveau zu geben und eigentlich als Sklave dessen zu sein. Nichts gegen Kommerz, wir brauchen Kommerz. Nur ist die Frage, wie weit geht das? Also ich sage einen Menschen, den ich nicht mehr lebt, ich kann ihm nicht persönlich sagen, den ich verantwortlich fühle in Musik, im Musikleben für viele Dinge, die schlechter liefen, das ist Herbert von Karajan. Karajan war ein ganz großer Dirigent, aber vor allem war er ein großer Businessman. Und leider hat sein Businesswissen und Talent die musikalische, sagen wir, die Dignität dessen, was er macht, schlecht beeinflusst. In Ihr Schreiben, wie viel ist für Sie Musik eine Form, ein Spiel, eine Art Spiel? Nein. Oder ist es auch eine, sagen wir mal, geronnene Lebens- und Welterfahrung, die da eingeht? Ich habe das für mich so nie formuliert, aber was wir Sie sagen, kann ich das akzeptieren. Das heißt also, Ihr Leben und Ihre politisch-sozialen und privaten Erfahrungen sind das, was wir in Ihren Partituren finden? Ja, eindeutig. Wie verhält es sich zum Beispiel mit dem Poem Sinfonique für 100 Metronome? Als ich das gemacht habe, ich war ohne mein Zutun Mitglied einer avantgardistischen, experimentellen Meeresgruppe, Verschwörung, das war Fluxus. Und Anfang der 60er, Ende 50er, Anfang der 60er Jahre. Es wurde mir gesagt, ich bin Mitglied und war offiziell geführt. Und dann dachte ich, dann mache ich so Fluxusstücke, solche Alternativ-Proteststücke. Halb habe ich daran geglaubt und halb war ich distanziert, ironisch. Und Poem Symphonique war das letzte Stück für 100 Metronome, eigentlich ein Fluxus, ein Konzert, wo es keine Spieler gibt, es gibt nur Apparate, die werden allein gelassen ticken. Das war damals so eine Art von Protest
Stück. Ich gehörte doch zur Alternativkultur. Später hat man mich als Reaktionär deklariert. Die Leute, die... Gut, lass mal das. Dieses Poem Symphonik, selbst der Titel ist ironisch, weil es hat einen Anspruch, nicht eine Größe. Das ist aber nicht nur ein Stück, um zu schockieren, sondern es beruht auf ganz bestimmte vorgeplante rhythmische Veränderungen, bestimmte rhythmische Muster verändern sich. Das kann ich machen, indem ich die Metronome in verschiedene Geschwindigkeit einstelle, eine bestimmte Vorschrift, wie man sie aufzieht. Und dann habe ich immer dieselbe Form, dass ich von einer Kontinuität, weil es genug viel, ob das 100 sind oder mehr oder weniger, spielt keine große Rolle, war eine gute Zahl, dass da eine chaotische, unordentliche Geräuschablauf allmählich verdünnt wird, so wie wenn ich einen Kamm mit einem Kamm Haare kämme und dann auch einige entferne und werden immer weniger. Und wenn sie weniger werden, ergeben sie bestimmte rhythmische Konstellationen, die an sich Zufallskonstellationen sind, aber global gesehen gar nicht Zufall sind. Statistisch gesehen ergeben sie immer ein mittleres Ergebnis. Und wenn sie viel weniger werden, dann ist es weitgehend zufällig. Und wenn ein Metronom bleibt, immer bleibt einer, dann ist das wieder regelmäßig. Es war auch eine Kritik und oder ironische Bemerkung damals, Anfang 60, ich habe 62 das entworfen, das heißt, mit Schreibmaschine geschrieben, das ist die Partitur. Und die Aufführung war in 63 in Holland. Damals war die sogenannte Informationsästhetik in Mode. Und die Informationsästhetik meinte ich schlicht, es ist Blödsinn. Da hat man die Shannon-Weber'sche Kommunikations-, also Signalübertragung über Kanäle und so weiter, missverstanden und gut, ich gehe nicht in diese Fragen sehr hinein. Und da wollte ich eigentlich diese ganze Entropie, Komplexität, Ordnung, Unordnung, eigentlich mathematische Begriffe ursprünglich, deren dilettantistische Verwendung im Bereich der Künste ein bisschen auf den Arm nehmen. Das ist der andere Aspekt. Aber gleichzeitig ist es ein ernstes Musikstück und wurde inzwischen so auch aufgeführt, dass es nicht mehr Fluxusstück ist, sondern eine Studie in rhythmischen Transformationen. Entschuldigung, ich muss mal unterbrechen. Von Gorma Kavre. Ja, das ist wirklich. Ja. Also mir hat es nicht gefallen. In diesem Poem Sinfonik hat ein bisschen Bett. Ist ja ein. Ich müde Augen habe und kann ich nicht gut gucken ins Licht. Ja. In dem Poem Sinfonik ist ja ein Element angelegt, das sich oft wiederfindet in Ihrem Werk, nämlich das Element des Humors, der Ironie, des Witzes, der Satire. Wie wichtig ist das für Ihr Schreiben, für Ihr Verständnis auch Ihrer Musik? Also ich habe kein Urteil darüber, weil ich, wenn man angeblich Humor hat und das weiß, dann hat man keinen Humor mehr. Also das ist unbewusst. Humor ist ja eine Distanz zu einer, das heißt also eine Distanz aufbauen zu einem. Zu sich selbst auch in Frage zu stellen, ich glaube. Und ist es gleichzeitig für das Publikum auch ein unterhaltendes Element? So ist es zumindest definiert, Humor, ja? Es gibt hohe Humor. Ich denke zum Beispiel an British Understatement und an die Nonsense-Gedichte oder Alice in Wonderland von Lewis Carroll und so. Da muss man schon eingeweiht sein in dieser Kultur, sonst versteht man nicht. Also unterhaltend
ist nicht so wesentlich, glaube ich, sondern viele Schichten, weil Humor immer eine geologische Schicht von verschiedenen Bedeutungen ist. Deswegen, Leute, die keinen Humor haben, können es nicht verstehen. Ich würde es nicht als unterhaltend, nicht als belehrend, sondern als ein Einblick in bestimmte, eigentlich soziale Verhältnisse. Innerhalb einer tradierten. Zum Beispiel Humor finden Sie nur dort, wo lange Tradition existiert. Bei Neureichen finden Sie keinen Humor. Oder bei den Bürokraten. Oder beim Militär und so weiter. Und leider auch bei der Avantgarde. Ist auch sehr wenig Humor. Nein, ich sehe das so, die Avantgarde in der Künsten ist eine Religion. Und egal welche Religionen ertragen keinen Humor, weil muss man glauben und sich unterwerfen bestimmten Vorschriften. Und Humor zu haben bedeutet, alle diese Vorschriften nicht ernst zu nehmen. Also so ist die Avantgarde meist ohne Humor, wenn sie dogmatisch sind. Aber ein Teil der Avantgarde hat die wunderbar humoristische Kunst erzeugt. Ich denke jetzt an russische Frühzeit der Sowjetunion, Dichtung wie Harms zum Beispiel. Oder ganz große humoristische Kunst. Ich war sehr befreundet mit Roland Topor, der sehr große Zeichner in Frankreich, der jetzt leider nicht mehr lebt. Das ist schwarzer Humor der höchste Qualität. Ein anderer Zeichner-Cartoonist, Saul Steinberg in New York, ich kenne ihn nicht persönlich, tiefe Humor und hoher Humor. Oder denken Sie an Hieronymus Bosch, wenn wir zurückgehen. Sage, diese apokalyptische und Höllenbilder, das ist Humor. Und Dantes Hölle ist viel amüsanter als Dantes Paradies. Hat sehr, sehr viel Humor. Um uns herum, um Sie herum, sehr viel Trivialkunst, also umgeben von Hollywood-Produktionen, Comics, Popmusik. Haben Sie Berührungsangst mit diesen Erzeugnissen der Trivialkunst? Nein, ich wurde doch, auch meine Musik wurde einmal, das war 2001, von Space Odyssey, wurden mehrere Stücke von mir verwendet, ohne dass man mich gefragt hätte und ohne Erlaubnis. Das war Hollywood-Produkt und ich muss sagen, meine Musik wurde auf sehr vornehme Weise, ein bisschen gangsterhaft, dort angewendet von Schallplatten. Und so gehöre ich eigentlich indirekt zu Hollywood. Und dadurch wurde ich auch bekannt in Amerika. Und ich weiß, dass Sie sich zumindest in den 60er Jahren auch positiv über die Beatles geäußert haben. Heute auch. Gefällt Ihnen das? Ja. Leider gibt es von daher rührende Rockmusik, was dann im Laufe der Jahrzehnte sehr ins Primitive gegangen ist. Aber bei den Beatles, das war nicht einzeln, das war weder John Lennon noch Paul McCartney, weil separat haben sie nicht sehr gut das getan. Aber da war irgendein Kolbsgeist. Ich weiß davon ganz konkret, weil ich habe einen guten Freund, das ist Elgar Howells, Dirigent und Trompeter. Er hat in Penny Lane, hört man ihm Trompete und dann Barocktrompete, auch in Magic Mystery Tour und so weiter. Das habe ich nachher erfahren. Über die Atmosphäre, wie sie die Aufnahmen in Abbey Road gemacht haben, das war George Martin, der Produzent, der ein genialer, ein Klangfarbenarrangeur mit den damaligen sehr simplen Techniken, nicht heute mit den Digitalstudios kann man andere Sachen machen. Aber besser, glaube ich, hat es niemand gemacht, auch mit britischem Humor. Und da zum Beispiel ein Meisterwerk ist Sergeant Pepper, von allen anerkannt, als eine Großform. Dass der Inhalt dann Trivialmusik ist, spielt keine so große Rolle, weil das Ganze von Trivialität aufgebaut nicht trivial ist. Das schätze ich sehr. Und Comics? Sehr. Ich bin ein absoluter Fan von. Also mein Liebling ist Tintin. Lesen Sie das tagsüber?
Gut. Nein, wenn es in meine Hand kommt. Als mein Sohn klein war und da jung war, jetzt ist er schon erwachsen, dann habe ich alle Comics, die über seine Hände gingen, auch die abstrusen Comics, es gibt so ganz, ich weiß jetzt den Namen nicht, sehr, very, very sophisticated Comics, dann lese ich gern die, schaue ich mir gern die Cartoons an, die meistens sehr hohe Komplexität an gedankliche Abstraktion haben, im New Yorker, eigentlich ein uninteressantes Magazin, aber die Kultur der New Yorker, des New Yorker Humors, das ist sehr hoch. Was ist das Besondere an diesen an Comics, an Cartoons für Sie? Im Unterschied jetzt zu Prosa oder zu Kunstbänden? Na, ich würde das die Dinge nicht so aufteilen, weil in Prosa kann man die unglaublichste, man kann ihn mit jeder Literatur, mit Musik, mit Zeichnungen, was sind Comics oder diese einzelnen Cartoons? Irgendetwas mitzuteilen, eine tiefe Einsicht in die Skurrilitäten des Lebens. Wenn ich eins, was mir immer wieder einfällt, vor Jahren gesehen, zwei fette Damen, sehr reich, im Pelzmantel, vor einer Konditorei. Da steht Confiserie aus und sie sind da in Gedanken. Und man sieht, sie sind fett. Also, und man sieht in der Auslage Torten mit viel. Können Sie nochmal von Beginn an? Ja, zum Beispiel wie man eine Lebensweisheit ganz knapp mitteilen kann. Und Humor ist, in dem wir als Betrachter und derjenige, der das gezeichnet hat, also menschliche Schwächen, aber sehr, sehr knapp und direkt darzustellen. Zwei sehr fette ältere Damen, reich, Pelzmäntel, Hüte, und stehen vor einer Konditorei in New York und da sind Torten mit irrsinnig viel Schlagsahne und also reich, wenn man sieht, also sie zögert. Und dann ist der Text, let's go in and see what happens. Ich sage es auf Deutsch, für Englisch nicht, lasst uns erstmal reingehen, dann sehen wir, was geschehen wird. So, es gibt diese Art von Humor in Musik zum Beispiel. Das fällt mir das klassische Beispiel an, Beethovens Diabelli-Variationen. Das sind nicht einfach Variationen auf ein Thema. Da ist jede Variation, erzählt etwas von merkwürdigen, skurrilen, oft sehr skurrilen, eigentlich menschlichen Schwächen. Da ist in einer Variation, das ist ein Walzer, Diabelli, wird zu einem Militärmarsch. Aber so ein lächerlicher. Und da gibt es ganz, ganz tiefe Schichten, verschiedene Tanzformen miteinander, so verquickt, dass sie ironisch wirken. Für mich sind die Diabelli-Variationen einer der großen ironischen Werke der Musikliteratur, gleichwertig, sagen wir, mit Dickens' Pickwick Papers. Ja, diese Beziehung zwischen Kunst und Musik, wo bestehen die eigentlich bei so Vertretern der Popart wie David Hockney und Peter Blake, die Sie ja sehr schätzen? Ja. Wo sind da die Nahtstellen? Ich kann es anders sagen. Ich mache Musik und über meinen Kopf laufen aber viele, viele Einflüsse. Musikalische, vom Alltagleben, Politik, Dinge, die ich erfahre, die Kultur, die Menschen, wo ich lebe, und dann auch Wissenschaft, viele Wissenschaften, vor allem Mathematik, was mich sehr hier gerade, Ethnomathematik, ein neues Buch über Sandzeichnungen der Lucchesi-Kultur in Ostangola, und das hat mit meiner Musik viel zu tun, weil ich von hier viel Ideen bekomme. Und so auch die Bilder der Küste, also ich liebe alles, was schön ist, was heißt, was schön ist, was irgendwie ja, ein Einfluss,
das ist jetzt falsch, was ich sage. Und auf diese Weise Erzeugungen aller Künste und auf diese Weise auch die bildende Kunst. Und da habe ich bestimmte Vorlieben. Es gibt bildende Kunst, große Malerei, die ich so unglaublich verehre. Das ist, was alle verehren. Später Selbstbildnis von Rembrandt im Wiener Kunsthistorischen Museum. Oder Vermeer, Ansicht der Stadt Delft in Mauritshuis in Den Haag. Die großen Bilder. Die haben aber auf diese Weise nicht direkt einen Einfluss auf meine Musik, nur insofern Einfluss, dass sie hohe Qualität zeigen. Und ich versuche auf sehr bescheidene Weise in Richtung von hoher Qualität zu gehen, soweit das heute eben möglich ist. Das ist heute schwierig, weil wir die Tonalität nicht mehr haben. Und wenn wir sie haben, dann lügen wir. Es gibt aber andere Kunstwerke, die gar nicht so hohe Qualität haben. Zum Beispiel Moritz Escher, der mich sehr beeinflusst hat mit der Mehrdeutigkeit der bildnerischen Darstellung, zum Beispiel konvex-konkav wechseln oder positiv-negativ Bilder, die wechseln. Schwarze Vögel, die in weiße Vögel oder Fische und so weiter. Das ist keine hohe Kunst ästhetisch, aber die Ideen, die da stecken, die haben mich sehr beeinflusst, weil ich auch solche changiert, rhythmisch, melodisch changierende Musikstücke geschrieben habe. Zum Beispiel Continuum für Cembalo, obwohl ich 68 als ich das geschrieben habe. Es ist sehr weit von Escher beeinflusst, ohne dass ich Escher gekannt hätte. Also oft sind Einflüsse, die später kommen, die ich dann sehe, dass es sie früher, die sind irgendwie im Kontext der Kultur der Zeit gegeben. So wie Sie auch die Mikropolyphonie in Zusammenhang gesetzt haben mit Ihrem Cézanne-Erlebnis, oder? Nein, da muss ich sagen, das hat mit Cézanne nichts zu tun. Mhm. Von Cézanne habe ich gelernt, dass Ungeschicklichkeit, er konnte nur keine Perspektive, Ungeschicklichkeit höchste Kunst ergeben kann. Und da ich zu Anfang meiner Musikstudien, also ich in meiner Kindheit und Jugend, das war absolut ungünstig für Musik, sehr günstig für Wissenschaft. Ich war so ein Spätentwickler und ich habe gegenüber der Kollegin in der Musikhochschule in Budapest nach dem Krieg, als ich in meinen frühen 20er war, war ich hoffnungslos, sagt man, hintergeblieben. Alle anderen konnten besser. Und ich war ungeschickt. Ich spiele bis heute auch schlecht Klavier und so weiter. Und diese Ungeschicklichkeit, dass man aus der Ungeschicklichkeit etwas machen kann, das hat mich bei Cézanne so beeindruckt. Mit der Mikropolyphonie hat das nichts zu tun. Die Mikropolyphonie kommt auch aus einer realen Erlebnisse. Das sind Spinnennetze. Ich habe eine Spinnenphobie und also Spinnennetze oder Netz, auch solche Speichelgebilde von Seidenwürmer, die ich in meiner Kindheit oft gesehen habe. Ich habe mich geekelt davon. Diese Art von Verwebungen interessiert mich dann in Polyphonie. Und so habe ich, glaube ich, allein, das ist etwas, was nur ich gemacht habe, diese sehr komplexe, gewobene Polyphonie entwickelt. Im ersten Stück, das war Apparition, zweiter Satz, Ende der 50er Jahre. Und dann blieb als fixe Idee immer diese Mikropolyphonie, obwohl ich heute viel einfachere Gebilde mache. Sehr große Bedeutung hat für Sie dann bekommen die fraktale Geometrie. Auch durch die Komplexität. Also es ist nicht so, dass mich die fraktale Geometrie beeinflusst hätte. Schon, ich habe da Einflüsse. Aber viel früher, als ich das nicht kannte, nicht einmal wusste, dass diese Wissenschaft, die ist doch seit den 60er Jahren allmählich hat sich entwickelt. Und 1980 hatte Mandelbrot aus dem Schnelldrucker dieses Apfelmännchen gezogen. Das ist eine neue Wissenschaft. Ich wusste, als ich dann erfahren habe davon, das war genau im Jahr 83, durch Zufall, dann war ich sehr interessiert. Das ist nicht so, dass mich etwas beeinflusst, sondern ich habe bestimmte Ideen, bestimmte Arbeitsweisen und dann plötzlich finde ich etwas, was ganz ähnlich ist. Und dann kommt Feedback, dann fange ich an zu lesen darüber, Kenntnisse zusammen und dann durch diese Kenntnisse zufällig treffe ich auch die Forscher, sodass ich viele Freundschaften habe, im Bereich der Mathematik, im Bereich der
Ethnomusikologie zum Beispiel, auch andere Wissenschaften, Naturwissenschaften, von, auch Sozialwissenschaften, wo die Freundschaften durch das sachliche Interesse entsteht. Gäbe es so etwas, jetzt nicht im Bereich der Wissenschaften, aber einer angrenzenden Gattung, auch im Bereich der Jazzmusik? Gibt es, wenn ich Sie nach einem Jazzmusiker fragen würde, den Sie schätzen, eine Jazzrichtung, die Sie schätzen? Oh, ich schätze sehr viele Richtungen. Ich würde zurückgehen zu King Oliver und Louis Armstrong und dann im Laufe der Geschichte bis heute. Heute hat sich das verfasert, weil es durch Kommerzialisierung und so, und ich habe heute keinen Überblick. Aber so bis zur großen Zeit von Coltrane und Miles Davis, Kind of Blue und Fido Kilimanjaro, das war Ende 50er Jahre, Anfang 60er Jahre. Und ja, nachher auch viel Jazz. Also alles, was... Ich habe keine Vorurteile gegen, selbst wir haben über die Beatles gesprochen. Wenn Sie mich fragen, liebe ich Rockmusik, dann mag ich diese brutale Rockmusik und dann der Übergang in andere Gattungen, durch Disco und dann in Techno, das ekelt mich an, weil ich das wirklich als Trivialisierung, Kommerzialisierung, das geht eher bei diesen Love Parades und so, Riesenmengen Leute da eigentlich Dinge zu verkaufen. Platten und T-Shirts und wer weiß was. Ich bin nicht gegen Kommerz. Ich bin sehr froh, wenn meine Platten mit meiner Musik verkauft werden. Nur wenn es nur um Profit geht, dann halte ich nach der Konfuzius-Einteilung mit den Leuten, die eher für denen geistige Werte wesentlicher sind als Profit. So, aber Sie fragten mich, Jazz, ich bin ein sehr, sehr begeisterter Anhänger von Jazz von hoher Qualität. Und egal welche Richtung, geht bis zu Free Jazz, bis zu Cecil Taylor und Ornette Coleman, um die zwei guten Leute zu erwähnen. Mal zurück zu einem Werk von Ihnen, drei Stücke für zwei Klaviere, da gibt es das Stück Monument. Ja. Als ich das gestern nochmal hörte, habe ich mich gefragt, haben Sie an ein Denkmal gedacht dabei? Nein. Oder wie kommt es zu dem Titel? Ach, diese Titel kommen nachträglich. Das ist ein dreifaches Gitter, das ist in beide Klaviere zusammen eine sechsfache. Hat viel zu tun mit dem Metronomstück, was viel älter ist. Und mit Continuum, was auch viel älter ist. Also bestimmte Kombinationen von rhythmischen, das sind nicht gleichmäßige, das sind ungleichmäßige Gitter und dann ein Gitter und dann davor noch ein Gitter. Und das sehen Sie im Zusammenhang. Das hat sehr viel zu tun. Damals, als ich das geschrieben habe, 1976, hatte ich noch gar keine Ahnung von afrikanischer Xylophonmusik. Habe ich erst in den 80er Jahren kennengelernt. Aber solche Ideen der sogenannten Inherent Patterns, wo es melodisch-rhythmische Gestalten sich ergeben durch Kombination von vielen verschiedenen Melodien, hat mit Mikropolyphonie auch zu tun. Also ich habe an ein Monument gar nicht gedacht. Als das Stück fertig war, hatte ich den Eindruck, ich muss einen Titel geben. Ich möchte knappe Titel geben, die etwas aussagen über den Charakter. Und da war für mich das, diese so eine statische, statuarische Gitterstruktur. Und das baut sich allmählich auf und verschwindet dann. Und dann kam dieses Bild, das ganz verschwommenes Bild, optisches Bild als Assoziation, das ist wie ein Monument. Bewegt sich nicht, ist da, steht und ist groß. Nur so. Das heißt, ist es in der Regel so, dass Sie die Titel danach finden? Danach, dazwischen. Mhm. Debussy, das ist sehr schön, bei der Debussy-Prelude hat er immer die Titel in Parenthese nach den Stücken hingeschrieben. Das heißt, sind eher Allusionen. Mhm. Und sowas, und ich bin auch beeinflusst von Debussy, sehr wahrscheinlich von dieser Titelgebung. Ich habe bei Ihnen oft den Hinweis gefunden auf das Vorspiel von Wagners Rheingold. Ja. Was für eine Bedeutung hat es? Das war ein Schlüsselerlebnis für mich noch in Ungarn. Wagner wurde gespielt in der Oper in Budapest und in Konzerten. Also den Rheingold habe ich nie in der Oper gesehen. Ich weiß nicht, ob das
ob der Ring in Budapest damals gegeben wurde, als ich Student war. Aber ich habe es im Konzert gehört und die anderen Orchesterstücke. Meine erste große, also ich bin kein Wagnerianer, trotzdem mein erstes großes musikalisches Erlebnis in meiner Jugend war Wagners Feuerzauber, also Valkyrie. Das hatten wir in alte Platten und ich war 3,5-jährig, 4-jährig. Dieses unglaubliche Klangzauber hat mich sehr beeinflusst. Vielleicht deswegen wurde ich später mit Umwegen Komponist. Der Reingold-Vorspiel. Das ist ein stehendes Es-Dur-Akkord und mit langsamen Bewegungen, Figurationen von Hörnern, über 6 oder 8 Hörner, ich weiß nicht genau wie viel. Und diese stehende Fläche, das war ein Modell für mich. Man kann doch Musik machen, ohne dass die Akkorde wechseln. Damals habe ich nur tonal gedacht, weil ich nicht tonale Musik konnte ich mir nicht vorstellen. So 18-jährig, 20-jährig. Aber diese Vorstellung einer statischen Musik mit Klangfarbenänderungen, das war dieses Vorspiel. Und in meinem Orchesterstück Atmosphäre, auf ganz andere Weise, kommt diese Idee wieder. Es gab Musikkritiker, die gesagt haben, ach, Ligeti ist gar nicht originär. Das, was er in Atmosphäre gemacht hat, das gibt es so bei Wagner. Man hat nicht an Reingold gedacht, sondern an Lohengrin. Es wurde schon Lohengrin Vorspiel kombiniert mit Atmosphäre, was ein Blödsinn ist. Mit dieser stehenden, hohen Adelklinge und so weiter. So ist es nicht. Wenn man dann etwas Neues macht, hat man immer Modelle. Es war schon immer da etwas. Aber das Wesentliche, was Neues, also in Atmosphäre ist etwas, was in Wagner nicht existiert und bei niemandem vorher, eben diese mikropolyphone Verwebung, diese Polyphonie von sehr, sehr, sehr vielen Stimmen, 56-stimmige Kanon. Nicht um viele Stimmen zu haben, sondern um ein ganz bestimmtes, ja, sehr komplexes Muster haben, was ich dann in meiner großen Vorliebe für hohe Teppichkunst, besonders in Afrika, in Ghana, habe ich Teppiche gesehen. Ich war nicht da, aber im Dahlemer Museum in Berlin. Dinge, die ganz nahe stehen zu der Vorstellung, die ich musikalisch mache. Nochmal zu einer Sache zur zeitgenössischen Musik, zur Musik der 60er Jahre zurück. Adorno hat ja eigentlich dieses Verdikt ausgesprochen, also eine gewisse Verweigerungsästhetik aufgrund der Nazi-Erfahrung. Ja. Sie selbst, Ihre Familie, ist ja von dem Nazi-Terror stark betroffen. Ja. War das für Sie nicht eigentlich auch ein Angebot, das Sie gerne aufgegriffen haben, weil es sozusagen auch Ihrer eigenen Biografie entsprach? Nein, diese Verweigerungsästhetik teile ich nicht, weil es eine Frivolität ist. Ich habe Adorno ich habe ihn persönlich sehr, sehr gut gekannt. Ich habe ihn sehr, sehr verehrt, aber nachher habe ich eine Distanz, ehrlich gesagt, das war nach seinem Tod, eine Distanz zu dieser unbedingten Politisierung der Ästhetik und negative Dialektik, negative Ästhetik und so weiter. Das würde jetzt sehr weit führen. Ich glaube, mit Auschwitz, auch mit Hiroshima, hat man viel Unfug und eigentlich Kitsch gemacht. Beispiel, jetzt will man Holocaust-Denkmal machen. Ich habe nichts unterschrieben dagegen, weil ich keine Gelegenheit habe. Ich kenne nicht die Leute, die das gemacht haben. Ich kann öffentlich erklären, ich unterschreibe es. Bitte, das wäre, egal was das wäre, wäre eigentlich eine Beleidigung der Menschen, die dort getötet wurden. Unter anderem mein Bruder, mein Vater und viele, viele andere Familienangehörige und so viele Leute. Mit einem Denkmal würde man das schlechte Gewissen sozusagen in Form von Metall oder Stein hinstellen, dann kann man es vergessen. Ad acta legen. So stehe ich. Und die Verweigerungsästhetik, das ist große Mode, bei den 68er und Post-68er, und ich gehöre nicht dazu, weil ich habe dann, das hat jetzt mit der Nazi-Zeit nicht viel zu tun, aber mit der kommunistischen Zeit. Die Leute, die keine Erfahrung haben, was der Stalinismus bedeutet hat, die tun diese Verweigerungsästhetik, die vor allem gegen den
amerikanischen Kapital, westdeutschen Kapitalismus und so weiter, also diese politische, ich glaube, diesen überflüssigen Kommerz, aus der Kunst Kommerz zu machen, dagegen bin ich. Aber diese Modeslogans, ja, das teile ich nicht. Auf Adorno zurückkommen. Er hat etwas sehr Schönes gesagt, nach Auschwitz kann man keine Gedichte mehr schreiben. Ich glaube, man kann. Paul Celan hat ein großes Gedicht über Auschwitz und nach Auschwitz geschrieben. Was man nicht soll, die Wörter Auschwitz, Hiroshima, man kann andere Massenmörder, die nicht so populär sind, Kambodscha oder die Ausrottung der Mehrzahl der Armenier schon 1915, 16 in Anatolien und vieles. Und was jetzt in Afrika passiert, zwischen Tutsis und Hutus und so weiter. Man soll die nicht für pseudokünstlerische, würde ich sagen, gute Noten ausnutzen. Es ist Kitsch, es ist schlechter Geschmack. Ich möchte zum Schluss noch auf die Sony-Edition Ihres Werkes zu sprechen kommen. Ausgezeichnete Qualität, von allen Seiten gelobt. Sind Sie glücklich, dass dieses große Projekt jetzt eben nicht nur angefangen wurde, sondern mehr als die Hälfte hier schon erschienen ist? Also die Hälfte ist erschienen. Die Kammermusik hauptsächlich. 7 Platten, die erschienen sind bis jetzt. Es kommt noch eine Doppelplatte, Grand Macabre, und mit einem Live-Version von Aventure, Universe Aventure. Und da weiß ich schon, weil ich bei der Aufnahme dabei war und das Ergebnis ist schon fertig, dass das großartig geworden ist. Also wird auch qualitätsmäßig. Mein Ziel war, meine eigene Musik irgendwie in hoher Qualität und in Anführungszeichen authentisch, so wie ich es wünsche, persönlich frei interpretiert, auf Aufnahmen zu haben, weil so viele meiner Stücke wurden aufgenommen, aber das waren immer nur Gelegenheiten. Da hatte ich keinen Einfluss auf die Qualität und musste akzeptieren, wie es gemacht worden ist. Und das war mein Wunsch. Und dann waren die Solisten immer Leute, die ich gewählt habe. In Grand Macabre nicht, aber ich habe die wunderbarsten Sänger, die ich mir vorstellen kann, für Grand Macabre bekommen. Und die Leistung des Dirigenten Salonen für Grand Macabre kann ich heute sagen, weil die Platte ist praktisch fertig, nicht erschienen, fertig, ist optimal. Technisch sind diese Platten optimal. Nicht alles ist gleichwertig, das kann auch nicht sein. Also mit der bisher erschienenen 7 Platten und mit der hoffentlich irgendwann bald erscheinenden Grand Macabre bin ich glücklich. Grand Macabre hat ja eine enorme Erfolgsgeschichte, die Oper wurde schon sehr oft aufgeführt, neu inszeniert. Mit der Peter Sellers Inszenierung sind Sie, glaube ich, nicht sehr zufrieden. Nein, bin ich gar nicht zufrieden. Nein, ein Autor soll in die Inszenierung nicht reinreden. Da sind verschiedene, die Auslegung, das ist frei. Die Interpretation ist auch bei einem Pianisten, wie er sagen will, meine Klavierstücke spielt. Ich kann mit ihm zusammenarbeiten, aber es gibt so gute Aufnahmen von meinen Klavieretüren, wo ich nicht dabei war. Das sind alle Interpretationen möglich. Nein, was nicht erlaubt ist, wenn man den Inhalt verändert und ein anderer Inhalt. Also, und das hat leider Sellers, das kann ich so sagen, habe es immer gesagt, weil ich zum ersten Mal ihm gesagt habe. Er ist ein Mensch, der unbedingt originelle Gags haben will. Ist sehr, sehr erfolgreich, weil die originellen Gags passen in die postmoderne Kunstlandschaft und machen ein bisschen Aufsehen. Das hat er mit Mozart gemacht und mit Eskilos gemacht und so weiter. Ich glaube, soweit, es ist eine Frage der künstlerischen Ehrlichkeit. Man kann alles machen, aber man darf nicht neu schreiben, das Stück, was schon jemand. Versuchen Sie, die Bibel neu zu schreiben, nach, sagen wir, die jüdisch-christliche, also Alte und Neue Testament, schreiben Sie es auf buddhistische Weise um. Das darf man nicht.
Dankeschön. Ja, also ich habe es in Salzburg gesehen. Das hat auch nicht gefallen. Gefallen? Hat mir nicht gefallen. Die Inszenierung? Die Inszenierung hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber die Sänger, ja. Wunderbar. Ja, das also musikalisch ist fantastisch. Ja. Ne? Also